Hallo auf meinem Kanal, auf der Plattform Geruchsfeuer, wo ich immer sage, Welcome to my world, best session in my world of the toilette, the Konos und bei Fern oder X3. Hier seht ihr vier ODX3s, vier verschiedenste. Und zwar, eins heißt von Katschlatt, wie spricht man das aus? Ich weiß es gar nicht. Katlatsch spricht man das aus. Und das heißt, ja, es ist egal, wie, ich will das gar nicht aussprechen, wie man das nennt. Ich weiß den Hintergrund dahinter. Aber es ist ein total exzellentes Eau de Parfum, Eau d'Extrait, reines Parfumöl. Und ja, ich lege das Handy kurz zur Seite. Schaut stylisch aus irgendwie, ne? Der Hintergrund. Was ich euch zeigen wollte, ist, dass auf solchen Stangen das Parfum aufgetragen wird auf dem Körper, auf der Handfläche zum Beispiel. Da hat man den Griff. Und das sind Stangen, wo das Öl drauf haften bleibt oder kleben bleibt. Und dann kann man das Handgelenk damit einschmieren oder den Hals oder die Bartpartie bei Männern. Frauen können sich das Kinn einbalsamieren oder eincremen. Und ja, so ist das normal. Und das riecht mit meiner Alpnase sehr nach Beeren oder Früchten und Obstnoten oder so in die Richtung. Katlatsch Al-Sultan. Fakhar Al-Jamal von Afnan ist das nächste. Das schaut so aus. Ganz regellos. Meisterhaft, gigantisch, spektakulär, genial mit den roten Steinen in der Mitte, wenn mir so aufgefallen ist, und den zweiten roten Stein oben. Dann ein ganz spezielles, was eine seltsame Form hat, finde ich, aber es schaut ein bisschen aus wie das Loft sein, oder, wenn man es umdreht vielleicht, naja, nein, nicht wirklich. Aber es ist ein eigenes Eau d'Extrait, das auch sehr viel kann. Es heißt übrigens von Al-Haramain Uyuni. Uyuni. Und Anna war Anta. Jetzt das letzte, was ich euch zeige, ist dieses hier. Und jetzt zeige ich euch mal was. Der Islam ist Geschichte, Vergangenheit. Man da sollte das Wort gar nicht mehr aussprechen. Ich sage es noch einmal als letztes, dass ihr alle aus der Täuschung des Islams herausgeholt werdet, von Gott, dem himmlischen Vater höchstpersönlich, oder den heiligen Engeln, oder den Sohn Gottes, der Shadonai, oder den Heiligen Geist, den ihr alle befragen könnt, nachdem ihr das Video gesehen habt, über das, was sein soll. Okay, tschüss. Wo ich immer sage, welcome to my world, what's necessary in my world, my water for the toilet, und a cologne, und a parfum, oder extrait. This was the Sandman.